Volker Lechtenbrink kehrte zurück. Die Gesellschaft der Freunde der Stiftsruine präsentierte den Schauspieler, Regisseur, Sprecher und Chansonnier Volker Lechtenbrink in einer Matinee am Sonntag in der vollbesetzten Stadthalle in Bad Hersfeld. Sehr geehrte Damen und Herren, denn wir begrüßen Volker Lechtenbrink. Er stand viele, viele Male auf der Bühne der Stiftsruine. Er ist dreifacher Hersfeld-Preisträger. Er war 1995, 96 und 97 Intendant der Bad Hersfelder Festspiele und er hat bis dahin alle Besucherrekorde gebrochen und erstmals über 100.000 Menschen in die Festspiele gelockt. Liebe Bad Hersfelder und Zugereiste und weithergekommene, und es ist schon komisch, wieder da zu sein. Aber es ist toll, als wäre es bestellt, der Kurpark blüht. Er stellte sich den Fragen von Vorstandsmitglied der Gesellschaft Markus Fromm in einem launigen Austausch und brachte auch einige musikalische Kostproben mit. Ich mag Breitner und sein Spiel. Kinder mit Gefühl, Freunde mit Verstand, so wie ich es mag. Lebt spielen Tag für Tag. Das heißt nicht nur alles schlucken, das heißt aufmucken, nicht ducken, leben so wie ich es. Lichtenbrink las aus seinem Buch Gib die Dinge der Jugend mit Grazie auf, mein Leben. Ich habe mich oft gefragt, was ich mir wohl wünschen würde, wenn mir eine Fee die berühmte Frage stellte, welche drei Dinge soll ich dir erfüllen? Ich denke, Wunsch 1 wäre, ein Instrument so spielen zu können, dass alle Menschen von meinem Spiel bezaubert und glücklich wären. Wunsch 2 wäre vielleicht, dass ich sämtliche Hauptsprachen der Welt fließend sprechen könnte. Und mein dritter Wunsch wäre, dass Sie, die Fee, wiederkäme und mich noch einmal dasselbe fragen. Mein Vater war sich nicht zu schade dafür, wenn wir da zum Beispiel Theater gespielt hatten, Premiere, und es war ein großer Erfolg und es wurde getrampelt und gejohlt und Sie sind ja das Publikum. Und mein Vater war auch ziemlich weit vorne im Publikum und so, dann dreht er sich nach 3, 4 Vorhängen, wenn er merkt, es wird ein Riesenerfolg, um. Ja, guckt ins Publikum und sagt, das ist mein Sohn. Ich habe noch Jahre nach diesem Festspielsommer Briefe von meinen Mitstreitern bekommen, in denen sie unsere gemeinsame Zeit als die schönste Zeit ihres Theaterlebens bezeichneten. Nach 3 Jahren war Schluss. Der mit knapper Mehrheit gewählte neue Bürgermeister, der auch schon mal der alte Bürgermeister gewesen war und die Stadt bereits während seiner ersten Amtszeit in unschöne Schlagzeilen gebracht hatte, weil er einem ehemaligen Treffen einer Waffengattung in seiner Stadt zugestimmt hatte, Leute, die man besser nicht hereingelassen hätte, ließ schon vor seiner Wahl in der Presse verlauten, die Festspiele unter meiner Leitung seien nicht auf seinem Niveau. Und er würde, sollte er gewählt werden, mit Sicherheit meinen Vertrag nicht verlängern. Ich, mit dieser Aussage konfrontiert, antwortete darauf öffentlich, wenn ich das Niveau des Bürgermeisters hätte, würde ich mich erschießen.